Und wenn man das dann formal formulieren möchte, dann sieht das irgendwie so aus. Ja, da beschreibe ich nämlich die Möglichkeit, wie ich so eine Turing-Maschine beschreibe. Das hatten wir bei den Push-Down-Automaten, glaube ich, auch. Da haben wir den Begriff der Konfiguration geprägt. Nämlich sozusagen ein Beschreiben des aktuellen Zustandes der Maschine, wobei jetzt nicht der Zustand des Automaten gemeint ist, sondern Konfiguration heißt, ich gucke mir den Zustand an und ich gucke mir einfach an, was habe ich eigentlich schon auf meinem Eingabeband, beziehungsweise wo befinde ich mich gerade. Und bei der Turing-Maschine sieht das dann wie folgt aus. Eine Konfiguration C einer Turing-Maschine ist ein Wort der Form Q, WAU. Oh, ein bisschen größer hier. Das soll beschreiben, Q ist mein aktueller Zustand. Das A mit dem Strich unten drunter heißt, da ist mein Schreiblesekopf. So, und dann haben wir ja gesagt, die Turing-Maschine oder das Band, das besteht aus einem klar definierten Anfang, ja, und irgendwie aus einem rechten Teil hier, der beliebig lang sich fortsetzen kann. Ja. Wir werden natürlich immer nur endlich viele Zeichen da drauf haben, aber dieser Speicherplatz, den ich zur Verfügung habe, der ist beliebig groß. Und beispielsweise von dem Dingen hier, da wäre die Konfiguration, wenn wir im Zustand Q1 sind, wäre die Konfiguration, wir würden hinschreiben A, A, B, B. Ein A, das ist meine aktuelle Position hier. Und hätten wir A, B, B. Wir würden dann sozusagen, wir gehen dann davon aus, so, das letzte Zeichen ungleich von diesem Kreuz hier, das Kreuz steht einfach für ein Blank. Ja? Das letzte Zeichen, das sei jetzt das letzte Zeichen, was ungleich Blank ist, hier sozusagen nach rechts hin, dann wäre das die aktuelle Konfiguration. Sozusagen der Teil vor dem aktuellen, vor der aktuellen Position, der Teil nach der aktuellen Position und das, was dann an Blanks kommt, das interessiert uns nicht mehr. Ja? Das ist hier sozusagen der erste Teil, das ist der zweite Teil und ich kennzeichne mein aktuelles Zeichen, indem ich es einfach unterstreiche. Das ist sozusagen die Konfiguration. So beschreiben wir das jetzt. So, und hier ist jetzt formal beschrieben, eigentlich das, was ich Ihnen gerade habe versucht zu erklären. Was passiert, wenn ich ein Zeichen aufs Band schreiben möchte? Wie gehe ich nach links oder rechts? Ja, das ist formal hier so beschrieben. Ich habe Q ist, wie gesagt, mein aktueller Zustand. W ist der Bandinhalt links des Kopfes. A, das Bandzeichen unter dem Schreiblesekopf. Und ein U, der Bandinhalt rechts des Kopfes. Ja, und zwar alles das, was ungleich Blank ist. Und wenn ich sowas hätte, auch das kann, sagen wir so, wenn ich irgendwie A, B, das sei meine aktuelle Position, und hätte ich sowas, B, dann wäre der rechte Teil, also dieser Teil U, wäre genau das hier. Ja, also diese Blanks würde ich dann schon mit aufnehmen, aber alle Blanks, die dann dahinter kommen, die endlos vielen, die würde ich halt nicht mit berücksichtigen. So, und wir sagen, eine Konfiguration heißt Nachfolgekonfiguration. Ja, wenn das Folgende gilt, das hatte ich Ihnen eben gerade versucht zu erläutern. Ja, ich kann hier in meiner Übergangsrelation, in meiner Übergangsfunktion, kann ich entweder ein Symbol aus Sigma haben oder L oder R. Und genau das ist hier beschrieben. Ich habe den ersten Fall, das erste Zeichen meiner Übergangsfunktion ist ein Symbol aus Sigma. Ja, dann wird das Symbol an der aktuellen Stelle überschrieben. Oder ich habe ein L, dann wandert der Kopf eine Position nach links. Oder ich habe ein R, dann wandert der Kopf eine Position nach rechts. Ja, und hier ist dann irgendwie beschrieben, wie sich das dann hier mit den W und dem A und dem U verhält. Ja? Also das sieht schlimmer aus, als es eigentlich ist.